Vielleicht sollten wir auch einfach mal einen Beitrag über Extremely Long Frequency Waves machen. Extrem langfrequente Wellen. Das sind die hier. Mit ab 1 Hertz bis hoch zu 12 Hertz nennt man die Extreme Low Frequency. Und zufälligerweise werden sie auch noch, haben sie auch noch einen zweiten Namen. Brainwaves. Das sind nämlich zufälligerweise die Frequenzen, die auch unsere Gehirne, unser Bewusstsein, unser Wohlbefinden beeinflussen kann. Vielleicht sollte man sich mal Gedanken machen, warum man an Tagen, wo sowas so deutlich zu sehen ist, sich anders fühlt als an Tagen, wo sowas mal nicht zu sehen ist. Oder warum man sich überhaupt scheiße fühlt. Das muss nicht immer an den Sachen liegen, die man gegessen hat. Und auch nicht am Fernsehprogramm. Manchmal liegt die Ursache ganz woanders. Das können Pollen sein. Das können Metalle sein. Das können Polyamidfasern sein. Und das können auch elektromagnetische Wellen sein, auf die man empfindlich reagiert. Also das, die Gründe für Unwohlsein sind ja mannigfaltig. Aber extrem Low-Frequency-Waves sind relativ gut erforscht. Da solltet ihr euch vielleicht mal sachkundig machen. Das kann ich im Einzelnen jetzt hier nicht alles erklären, aber ich kann euch erklären, dass da ein Zusammenhang besteht. Zwischen Geoengineering, HARP, Wettermanipulation und ELF-Wellen.